Das Getränk war sehr lecker. Darf ich noch die Zitrone essen, Papa? Ja, klar. Die kannst du haben. Guten Tag. Wir haben heute Nachmittag ein Ausflugsangebot und es sind noch einige Plätze frei. Hätten Sie vielleicht Lust auf eine Fahrt mit dem Glasbodenboot? Es gibt dort auch die Möglichkeit zu schnorcheln. Was ist ein Glasbodenboot? Dieses Boot hat einen durchsichtigen Boden, sodass man dadurch die Unterwasserwelt beobachten kann. Ui, cool, wie spannend. Da würde ich gerne mitfahren. Ja, und ich könnte ja sogar schnorcheln. Gut, dann machen wir das. Prima, in einer halben Stunde ist Abfahrt. Okay, danke. Dann habe ich ja meine Taucherbrille und die Flossen doch nicht umsonst mitgenommen. Mama, sollen wir auch unsere Badeanzüge anziehen? Nein, wir bleiben auf dem Boot, aber eincremen müssen wir uns. Und zieht einen Sonnenhut auf, damit ihr keinen Sonnenstich bekommt. Ich freue mich schon. Ich auch, vielleicht sehen wir Fische. Ja, das wäre toll. So, jetzt brauche ich noch meinen Hut. Ja, dann können wir los. Die Kinder müssen Schwimmwesten anziehen. In Ordnung. Aber warum muss ich eine Schwimmweste anziehen? Ich kann doch schon schwimmen. Falls etwas passieren sollte, bist du so auf jeden Fall sicherer. Hier könnt ihr ins Wasser schauen. Wow, cool. Aber man sieht jetzt gerade nur einen Wasserstrudel. Wir fahren jetzt gleich los. Bitte gut festhalten. Erkennen, Papa. Ja, hier ist das Meer etwas zu tief, um etwas zu erkennen. Wir fahren jetzt zu einem Riff. Da ist das Wasser klar. Und wenn das Boot dann ruhig steht, könnt ihr bestimmt etwas entdecken. Gibt es denn hier Korallenriffe? Ja, wohl schon. Lassen wir uns überraschen. Ich liebe Korallenriffe. Da ist alles so schön bunt. Und vielleicht sehen wir noch eine Meerjungfrau. Wow, jetzt sehe ich etwas. Cool, wir sind beim Riff angekommen. Schau, da sind Fische. Oh, wow. Wow. Ja, ganz bunte Fische. Und ich sehe einen Krebs. Ich gehe jetzt mal schnorcheln. Papa, schwimmst du denn mal unter dem Glasboden durch, damit wir dich sehen? Klar, das schaffe ich. Ja, ich sehe den Papa. Ich auch. Schön hier. Ich tauche gleich nochmal ab. Ich würde auch so gern tauchen. Dafür musst du erstmal schwimmen lernen. Wer möchte, darf sich nun gerne einen Snack holen. Lecker. Die Meerluft macht richtig hungrig. Und der Papa verpasst jetzt das Essen. Er taucht immer noch. Es bleibt bestimmt noch etwas für ihn übrig. Mama, Mama, da schwimmt ein Hai. Guck da. Hilfe, ein Hai.
Michael, da ist ein Hai. Komm schnell raus. Schwimmen Sie ganz langsam hier rüber. Keine hektischen Bewegungen. Oh nein, der Hai schwimmt auf Papa zu. Ich werfe jetzt einfach meine Wurst rein. Vielleicht lenkt ihn die ab. Er schwimmt weg. Jetzt schnell ans Boot. Jetzt komm schnell her. Der Hai hat ein Brötchen gefressen. Ja, wollte mein Brötchen eh nicht mehr. Puh, geschafft. Das scheint mir hier nicht ein ganz ungefährliches Gewässer zu sein. Ich hatte so Angst, Michael. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mein Brötchen hat ihn abgeleckt. Du hast super reagiert. Das war eine gute Idee. Super, vielen Dank, Anna, dass du das Brötchen für mich geopfert hast. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Abonniert auch gerne unseren Kanal, wenn ihr alles über Familie Hauser mitbekommen wollt. Es gibt noch 2 weitere Kreuzfahrtfolgen. Falls ihr die noch nicht kennt, könnt ihr sie jetzt hier auswählen und anschauen. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.